Hallo NBB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Weiß 2. Das letzte Mal waren wir in dieser Höhle, da haben wir uns raus teleportiert und dann bin ich hierhin geflogen. Das ist da, wo der 8. Arena ist, denn wir machen heute weiter mit der Nachstory. Jeder Begegnung zwischen Pokémon und Menschen, bla 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 bla. Ja, schicksalhafte Herzen. Der sah mir schon so aus, als würde der irgendwas von mir wollen. Ja, und nun. Was ist das denn hier? Ist das schon immer da gewesen? Oh, ich sitze ja relativ kämmerlich. Ja, deswegen fordere ich den jetzt auch nicht nochmal raus. Waren die auch schon immer da? Ja, die war schon immer da. Hier runter, da hoch, nee, da runter. Da hoch. Und da lang. Es ist immer ein Frühling. Route 22. Hui, hui. Wum, wum. Da liegt ein Pokéball, wieso habe ich den noch nicht mitgenommen? Ach, deswegen. Ich hasse diese Pilze, ne? Ganz ehrlich, diese Hutsasa. Total unnötig. Ich flüchte auch. Die geben mir nicht mal Erfahrung, richtige. Ja, das ist ganz sicher auch ein Pokémon. Sieht doch nicht aus wie ein Pokéball. Sollte es doch ein Pokéball sein, dann hatte ich Pech. Ich meine, ich glaube, diese Pokébälle auch alle hier in der Nähe habe ich aufgesammelt. Wirklich. Alle in der Nähe habe ich aufgesammelt. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, ich möchte Schutz weiterhin anbehalten. Ja, und den habe ich noch nicht besiegt, den Trainer. Dann tun wir das doch jetzt. Ein Blick auf meine Pokémon verspricht Bände. Hat sie eben gesagt. Arschtrainer Katrin. Aha. Boah, Akani. Geil. Akani, Mann, Akani. Was schade, dass ich ein Wasser-Pokémon vorne habe. Dum, 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 dum. Turbo-Tempo. Ich hasse Akani, die Turbo-Tempo einsetzen, ganz ehrlich. Sava! Weil damit haust du jeden weg, immer. Immer. Da Labor weiterkämpfen, das ist doch jetzt dieses. Ja. Diesmal, sorry fürs Gähnen schon wieder. Diesmal mache ich in jeder Folge, ehrlich. In jeder Folge gähne ich. Ja, und sonst gibt's hier nichts oder was? Der Trainer ist einfach richtig unnötig. Und da lang. Riesengrotte. Schnell durchhechten. Wusch, wusch, wusch. Und ich habe das Item gefunden. Unlichtjuwel, cool. Und darunter. Und daraus. Warum ist es hier so nebelig? Nee, das ist doch falsch hier, oder? Nee, ist richtig. Aber dass es hier so nebelig ist, kotzt mich gerade herbe an. Sind das jetzt neue Pokébälle oder habe ich den einfach damals nicht mitgenommen? Okay, hier komme ich nur in einer bestimmten Jahreszeit hin. Zack. Hui. Wo geht's denn hier jetzt weiter? Hier lang? Nee. Das schon mal nicht. Das ist auch noch ein Pokéball, den ich nicht genommen habe. Komme ich da jetzt dran? Nö. Ja. Also, momentan habe ich einen Pokéball gefunden, muss ich dazu sagen. Mit AP Plus. Aber momentan bin ich eigentlich auf dem Weg zur Pokémon Liga nochmal. Weil da ist auch noch ein Storyteil, den ich noch nicht erfüllt habe. Klar, ich weiß jetzt in etwa, was ich zu tun habe. Ich habe mir durchgelesen, wo ich was machen muss. Was ist das jetzt? Nichts. Doch. Höhle. Durchgehen. Eishöhle. Schlüssel. Das ist der Stab von Jesus. Mit Verlieren die Kraft gehören, um zu seinem Marionett zu machen. Ja, warum ist das jetzt immer noch da?
Hat sich da nicht so gelohnt, hier hinzugehen, hier hinten hin. Ja, sorry, dass ich eure Zeit jetzt gerade wieder mal herbe verschwende. Wegen nix. Ich laufe hier dumm rum und suche den Weg zur Liga. Wieso ich da nicht hinfliege, ist, weil es auf dem Weg dahin müsste das Event sein, was ich suche. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorne wegnehmen, weil oh, ich liebe dieses Event. Ich habe es zwar noch selber noch nicht gespielt, dieses Event, aber alles, was mit diesem Event zu tun hat, muss episch sein. Ich komme hier nicht mehr raus. Doch, komme ich. Erstmal wieder hochgehen. Diese Stelle von dem Spiel ist jetzt also richtig unnötig. Weil da ging es raus die ganze Zeit. Shia, du bist so nutzlos. Okay. Ich kann hier also hier hinten hin, nur um ein Item zu holen, übertragen. Ich kann hier auch nicht wegsurfen. Lol. Voll der Betrug. Mann, Mann, Mann. Und was gibt's hier? Hier kann ich was reinschieben. Immerhin komme ich hier an Orte, wo ich vorher noch nicht war. Das war auch was. Und jetzt? Route 13. Jetzt bin ich auf der Hauptroute oder was? Ne, jetzt bin ich in Tessera. Da will ich doch gar nicht hin. Hä? Will ich doch gar nicht hin. Ich will eigentlich den Pokéball hier nehmen. Den will ich auch nicht nehmen, aber ich will eigentlich zur Liga. Und hier ist eine Brücke, die es nicht weitergeht. Nagel mich drauf fest, ne? Ich habe mich extrem verlaufen. Hui, gibt's hier noch mehr Ausgänge, von denen ich nicht weiß? Ja, noch ein Ausgang. Die Riesengrotte ist echt riesig. Ja, okay, das klingt doch schon eher nach einer Hütte. Ja, aber nach Pokémon-Liga. Ich brauche keinen Zerschneider, ich surfe einfach außen rum. Boing. Tja, wo ist dein Gott nun, Zerschneider, hä? Da braucht heutzutage schon einen Zerschneider, wenn man außen rum surfen kann, für eine Herzschuppen. Herzschuppen sind wichtig, weil ich vorhab, meinem Pokémon noch Sachen zu erlernen, die sie nicht mehr können. Was ist das für eine sinnlose Brücke? Vor allem, weil der Weg so schmal ist. Hui, hui. Echt unnötig, diese Straße hier unten auf dem Boden. La. Das ist die Pokémon-Liga. Zumindest bin ich sicher auf dem Weg zur Pokémon-Liga sein. Ja, ich möchte Schutz weiterhin einsetzen. Ah, da oben läuft jemand rum. Ja, jetzt bin ich hier in der Pokémon-Liga. Hier wollte ich aber auch eigentlich nicht hin. Also ich bin zu doof, das Event zu triggern, ganz ehrlich. Oder ich muss da lang, durch dieses Labyrinth jetzt nochmal. Vielleicht ist das Labyrinth jetzt aufschlussreicher geworden. Ja, vor allem, wenn ich erstmal in eine Sackgasse laufe, nützt mir das dann sehr viel. Ah! Na, sieh mal einer an. Das ist einfach nur ein Pokéball. Klauenwetzer! Ja, das ist auch okay, würde ich mal sagen. Immerhin. Ja, ich möchte Schuss weiterhin anhaben. Ja, auch ein Ort, den ich letztes Mal beim Durchgucken nicht entdeckt habe. Ist hier oben auch noch lang? Nee. Gehe ich doch mal hier lang und hier runter und da lang und da ist eine Sackgasse. Hier hoch. Irgendwo muss hier noch was sein. Das Labyrinth ohne wirklichen Grund. Kann es doch nicht geben, Mann. Kann es doch nicht geben. Ja, scheinbar doch. Weil das Labyrinth hört ja da auf. The fuck? The fuck? Ja. Ich glaube, ich stecke echt hier fest. Also, gerade storytechnisch gesehen. Ja, ich möchte Schutz weiterhin einsetzen. Wie schnell ich meinen Schutz verbrauche. Ja, hier geht's eindeutig nicht weiter. Du, 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 du.
Na gut, dann gehe ich mal in die Siegesstraße. Auf der Hoffnung, ja, auf der Hoffnung, weiteres zu finden. Hier komme ich schon mal nicht lang. Ah, hier ist es aber ganz schön waldig. Waldig. Das sieht aus wie so eine Lichtung, ist aber keine. Sachen gibt's. Ja. Nicht weiter in Schuss. Ja, ich habe keinen Zerschneider. Nicht, dass ich Zerschneider brauche und hier die ganze Zeit rumirre, ohne was zu erreichen. Also das tue ich ja öfters mal, ne? Dass ich rumirre, ohne was zu erreichen. Aber im Sinne von rumirren, ohne was zu erreichen, ohne was zu erreichen, reichen. Was laber ich eigentlich da schon wieder für einen Scheiß? Das ist auch witzig. Um einen Trainer zu überspringen. Ein einziger. Kann ich eigentlich auch unter der Brücke lang surfen? Oder versperrt mir der Stein da den Weg nach da? Teste ich doch direkt mal. Und nein, ich möchte nicht gegen dieses Wasser-Pokémon kämpfen. Natürlich kann ich das nicht. Wieso habe ich das eigentlich? Ja, ich fahre trotzdem rein. Und da ist ein kleines Bammelin. Bam, 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 bam. Lalala. Ab in die Höhle. Ich habe euch eh alle besiegt. Ihr könnt mir nichts tun. Ihr könnt mir nichts tun. Weiter geht's. Die war relativ groß. Oh. Hä, sag mal, war das dann schon alles da an der Stelle? Nee, hier war ich nie, ne? Kann das sein? Ja, geil. Hier hat das Item gefunden, auf Schutz. Sei denn Items respawnen, davon weiß ich noch nichts. Wir sind auf jeden Fall kaum Brücken kaputt. Ja, immerhin sehen wir mal was Neues vom Spiel. Das hier ist scheinbar Siegesstraße 2. Hier kann man auch noch weiterkommen. Hier gibt es auch sogar noch Trainer, die wir zu bekämpfen haben. Ist auch was. Zwei Fakten, die nur Auslöser eines Kampfes werden können. Entweder ich sehe dich oder ich sehe dich nicht. Würde ich mal sagen. Mit zwei Pokémon möchtest du antreten, Scotty? Ah, vierfach danach Schwäche ist natürlich auch sehr schön. Wenn ich ein Wasser-Pokémon vorne habe. Müsste Eisstrahl eigentlich auch effektiv sein? Ist ja Flug. Nee, ist nicht effektiv, aber tut seinen Zweck. Setze ich trotzdem nochmal Eisstrahl ein. Ich kann nicht so, dass ich nicht helfe. Mann, hör doch mal auf zu gähnen. Ständig am gähnen. Ampharos, jetzt sollte ich wechseln. Auf ein Pokémon, was dem entgegenkommen kann. Und das ist der gute alte Crocidle. Mit seiner Dampfwalze haut er sie dann alle weg. Einfach so. Crocidle, ich denke mal, da steht Crocloy. Ja, geil. Erstmal. Nee, nee. Mein E-Mail-Postfach wieder zu gespammt. Badadadam, bam. Baumwolle? Was nützt dir Baumwolle? Was macht das? Ah, Verteidigung von Dingen streicht drastisch. Aber da warst du auch schon tot. Manchmal nützt dir die Verteidigung drastisch zu steigen auch nichts. Du, 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 du. Schön, wie ich nichts erreiche. Jeden freut das, würde ich mal sagen. Wenn man nichts erreicht, ist das immer sowas wie, ja, okay, wir machen ein paar Pokémon-Kämpfe. Sau was Tolles. Würde ich mal sagen. Will eigentlich nur gewinnen, um dem Pokémon zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Mit anderen Worten, du wirfst deine Pokémon jetzt auf mich. Ich mach sie fertig. Und dann hassen dich deine Pokémon. Und du wirst für ewig in Selbstmitleid versinken. So sehe ich die Geschichte. Ich habe ja sogar Kaskade mit, sehe ich gerade. Ich bin so ein Held. Weil ich vor zwei Parts gesagt habe, hier braucht man Kaskade. Hier komme ich sowieso nicht weiter. Und was habe ich mit Kaskade? Ich bin schon manchmal ein bisschen verpeilt, kann das sein?
Ja, Surferkaskade ist auch eigentlich nicht so das, was ich gerne mache. Zwei Wasserattacken auf ein Wasser-Pokémon. Gut, Kaskade ist nicht schlecht, Surfer ist nicht schlecht, aber... Unnötig. Ja, wo bin ich jetzt? Hier gibt es auf jeden Fall noch einen Stein zu verschieben. Schieberätsel. Da habe ich beim ersten Mal einfach ausgelassen. Zack. Und ja, weiterhin einsetzen. Bam, bam. Schieberätsel hatte ich noch nie Probleme. Manche Leute finden das voll schwer. Ich bin eher so like easy peasy. Schieben wir rein. Ah, hier geht's auch nicht weiter. Aber an dem... Ja, toll. Das nur für den Rückweg oder was? Oh mein Gott, wie unnötig. Richtig unnötig. Kannst du wirklich nichts machen, außer... Alter. Jetzt fühle ich mich verarscht. Also, ehrlich jetzt. Was soll denn das? Wir haben Zeit verschwendet, damit ich mich verarschen lasse. GZ hier, du bist der größte Verarschende. Na, ausgetrickst. Kann ich da runter schwimmen? Habe ich jetzt wieder nicht gesehen, deswegen schwimme ich jetzt trotzdem darunter. Auf der Hoffnung, dass ich da eh nicht weiterkomme. Hui. Ja, Schutz weiterhin einsetzen. Gleich 20 Minuten wieder. Wie soll ich den Part nennen? Sieges? Mal hier, mal da? Keine Ahnung. Uäh. Wie komme ich denn daran? Wie? Ich hab Schutz an. Ein Onix. Ja lol, ein Onix. Das ist ja mal richtig gut. Das ist ja mal richtig gut. Hui, Surfer. Bam. Ach, Robustheit hat Onix auch. Ja, das ist natürlich robust. Steine hat er auch nichts. Und wieder gewonnen. Nicht, dass das schwer gewesen wäre. Wo geht's denn da lang? Da geht's auch raus. Da geht's rein, da geht's raus. Dann gehe ich aber erstmal da rein, weil ich glaube, ich war da oben drin auch noch nicht. Weil ich meine, wieso sollte ich da... Ach so. Ganz schön dunkel. Aber hier gibt es ein Item. Also wieso nicht? Ne? Wieso nicht? Ach so, und das ist auch alles hier. Ja, ist alles hier. Hat sich das auch erledigt. Also auch nichts Besonderes. Habe ich euch mal auch das da gezeigt? Wo ist der Trainer hin, der hier die ganze Zeit rumgelaufen ist? Auch da. Wie, den habe ich nicht besiegt? Es ging einen heißen Kampf! Na dann, machen wir den heißen Kampf. Ich trainiere gegen Torhilda. Torhalter. Magma. Auch nicht schlecht. Habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Die Pokémon damals waren so kreativ. Wie sie jetzt auch aussehen. Die sehen immer noch voll gut aus. Und Kamerupt. Eins aus der dritten? Ne, zweiten. Ne, dritten von Kamaup. Auch süß. Also Kamaup, nicht Kamerupt. Kamerupt ist irgendwie erdrückend. So Kamerupt dich. Hui, 68. 68. Yeah, es hilft gegen Verbrennungen. Ich wurde nicht verbrannt, aber danke. Ja, eine Pokémon-Liga, die habe ich schon besiegt. Aber danke, dass du mich darauf hinweist. Hui, hui, hui. Hier gibt's auch nichts zu erledigen. Ja, ich würde mal sagen, 20 Minuten mit nichts verbracht. Einfach nur mal die Siegesstraße lang gegangen. Was mich schon wieder aufregt, dass es nirgendwo weiterging hier.
Da geht's aber nochmal rein. Worum geht's eigentlich? Ja. Wenn ich mit deinem Team fertig bin, wirst du mir dafür danken, dass ich dich fertig gemacht habe. Mach inne. Mach inne. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Electek. Electek. Das ist dann jetzt der Donner Ranger oder was? Vergeltung. Ja, das ist nicht so gut, nicht so gut. Rumgeirre nenne ich den Part. Rumgeirre in der Siegesstraße. Donnerblitz! Wahrscheinlich mein Tod. Wieso setzt du denn nicht ein anderes Pokémon ein? Weil ich keine Ahnung habe. Hätte ich machen können, um professionell zu wirken, aber das wäre ja langweilig, nicht wahr? Erstmal 67 erreicht mit Crocodile. Und Voluminas. Ist das nicht dieser Vogel? Also dieses Käfer? Ah ne, das Ding. Hat Schwebe. Muss ich Steinhagel einsetzen. Wenn alles gut kommt von oben, nicht wahr? Ist nicht sehr effektiv. Dranklaue. Boing. Duf, duf. Und das ist auch nicht sehr effektiv. Lichtkanone. Ist aber auch nicht sehr effektiv. Knascher. Probier alles mal durch. Auch nicht sehr effektiv. Habe also ein Pokémon eingesetzt, was überhaupt nichts ausrichten kann gegenüber dem. Aber der gegenüber mir auch nicht. Setzt trotzdem Steinhagel ein. Und gleich nochmal Steinhagel, weil der setzt ja auch nur Lichtkanone ein, obwohl es mir nichts absieht. Okay, fast nichts. Ich weiß nicht, ob Lichtkanone immer stärker wird. Jetzt wehrt er auch noch meine Attacke ab. Aber damit komme ich auch ganz gut klar. Drachenklaue. Zock, zock. Und tot. So einfach geht das, Leute. So einfach geht das. Crackheide, Digga. Ah, Paralyseschutz. Oh, danke schön. Ich habe das Gefühl, dass es... Ja. Das ist hier. Und damit würde ich sagen, wäre der Part für heute beendet. Ja, Leute. Also, das ist wirklich ein dummer Part, aber... Naja, wenn ihr das bisher angeguckt habt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.